Hallo Sparmec-Fans, ich bin mal wieder für euch unterwegs und ich bin gerade in Hamburg und stehe vor dem Grand Elysée Hotel. Da drin findet gerade die diesjährige IFA-Preview statt. Da haben sich einige kleinere Aussteller zusammengeschlossen und präsentieren einige Wochen vor der großen IFA in Berlin, was sie dieses Jahr so zu zeigen haben. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Den Anfang macht ein Vortrag über DVB-T2, was Anfang nächsten Jahres starten wird, aber das Highlight war natürlich der große Ausstellungsraum. So, jetzt sind wir drin und hier befinden sich unter anderem die Stände von Satu, Gigaset ist da, Rolei ist da, Garmin ist da. Oral-B präsentiert mal wieder leuchtende Zahnbürsten. Pearl ist dabei. Dann haben wir Verbatim oder wie sie sich auch selber nennen, Verbatim. Freecom und Portemonnaiehersteller aus Berlin ist da. Irgendwas, so ein fahrbarer Untersetz gibt es da hinten zu entdecken. Dann in der Ecke ist noch ein 3D-Drucker. Irgendwas mit einer HTC Vive, mit der man dann sein Bad bauen kann oder sowas. BenQ ist auch vorhanden. Wir haben daneben, ich habe keine Ahnung, wer die drei sind. Und ganz am Ende gibt es noch SanDisk, auf die freue ich mich ja auch sehr, gerade was so Speicherkarten angeht und so. So, und jetzt gehe ich aber mal ganz in Ruhe hier rum. Satu hat den Wechsel auf DVB-T2 direkt aufgegriffen und gesagt, hey, warum in DVB-T2 investieren? Man kann doch einfach Satu nehmen. Es gibt genügend Geräte, Apple TV, Amazon TV, Google Player für den Fernseher, auf dem Satu läuft. Und dann spart man sich halt DVB-T2. Die wollten sich da als Alternative dazu positionieren. Das sah man bei Xorro natürlich ganz anders. Die waren vor Ort mit ihren kompletten neuen DVB-T2-Geräten vertreten und haben dafür kräftig geworben. Wer jetzt bei Gigaset mit neuen Smartphones gerechnet hat, na, es gab Festnetztelefone, schnurlose Festnetztelefone mit großen Tasten, dafür dann aber auch in einer vernünftigen, brauchbaren Optik und nicht so ein Spielzeug-Look, wie man das sonst bei Geräten mit großen Tasten gewohnt ist. Der nette Mann am Stand hat aber bekräftigt, nein, sie machen auch weiterhin, bleiben sie dem Smartphone-Business erhalten. Und auch nirgends sonst wo gab es neue Smartphones zu bestaunen. Ganz im Gegenteil, Oral-B war mit den altbekannten elektrischen Zahnbürsten mit Bluetooth vertreten. Die konnte man da bestaunen. Noch krasser waren die Jungs und Mädels von Bamboo. Die waren mit ihrem Smartfolio vertreten, ein Produkt, was auf der letztjährigen IFA vorgestellt worden ist. Und die haben die IFA-Preview jetzt genutzt, um für die diesjährige IFA was anzuteasern, beziehungsweise nur was anzukündigen. Die waren also nur da, um zu sagen, ne, auf der richtigen IFA, da zeigen wir euch auch was Neues. Was Neues gab es dann aber auch endlich bei SanDisk zu bestaunen. Die hatten einmal ihr komplettes Produktfolio mit dabei, aber das Highlight war natürlich die neue SanDisk Extreme 256 GB Speicherkarte. U3 zertifiziert bedeutet riesengroß, riesenschnell. Und gerade wer auf solchen Messen unterwegs ist und dann auch noch den 4K filmen will, na, der weiß das zu schätzen. Bei Pearl wurde ein Kofferband vorgestellt mit eingebautem Bluetooth. Das verbindet sich mit eurem Smartphone und es gibt eine eigene App und die zeigt euch dann an oder benachrichtigt euch, wenn sich euer Koffer mehr als 10 Meter von eurem Smartphone entfernt, sozusagen als Diebstahlschutz. Und noch viel cooler, wenn euer Koffer dann am Flughafen am Gepäckband rumfährt, dann werdet ihr am Smartphone benachrichtigt, sobald er in eurer Reichweite ist. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Wenn eure Antwort jetzt etwas, mit dem ihr euer Zuhause über das Smartphone steuern könnt, oder etwas, das meine Sicherheit im Internet erhöht, oder etwas, das die Sicherheit daheim erhöht, indem ich eine Kamera installiere, na, dann habt ihr jedes Mal recht gehabt, denn da gab es einige Hersteller zu. Es gab aber auch Produkte, die gerade erst in der Planung sind. Zum Beispiel Pocket, ein Startup aus Berlin, woher auch sonst, hat eine Brieftasche gezeigt, die ein drahtloses Akkumodul drin verbaut hat, das drahtlos aufgeladen wird und dann auch selber drahtlos euer Smartphone unterwegs aufladen kann. Und Floatability war direkt daneben präsent. Die haben so ein Elektroröllerchen. Das Teil fährt weniger als 25 km/h, braucht dann seit neuestem auch kein Nummernschild und soll sowas wie Car2Go oder Drive
Live-Now für die deutschen Innenstädte werden, wenn sie denn mal starten. Und ansonsten gab es noch weitere Vorträge, die über den ganzen Tag verteilt waren. Wir hatten ja morgens den DVB-T2-Vortrag, dann gab es noch was von Sandes. Die Deutsche Telekom ist leider nicht gekommen, für viele ein Highlight. Also jetzt nicht, dass die nicht gekommen sind. Dafür ist dann ZDF eingesprungen. Die haben mal erklärt, wie das bei denen mit VR so geht. Das war auch sehr interessant. Und damit endete der Tag in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war auch mal für euch interessant zu sehen, wie so etwas abläuft. Und jetzt freue ich mich sehr auf die große IFA in Berlin. Und meine Frage an euch, würdet ihr euch solche Reportagen auch von der IFA wünschen, dass wir da, ich sag einfach mal, täglich von berichten und euch auf dem Laufenden halten? Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!